20 Verletzte, 18 Demonstranten und 2 Polizisten. Das ist die Bilanz der letzten Nacht in Chemnitz. Feuerwerkskörper fliegen, die Polizei rückt mit Wasserwerfern an. Dazu kommen 43 Strafanzeigen, unter anderem wegen Zeigens des Hitlergrußes, Körperverletzung und Landfriedensbruchs. 6.000 Menschen, darunter gewaltbereite Rechtsextremisten, kamen zur Demonstration der rechten Bürgerbewegung Pro Chemnitz. Viele von ihnen extra angereist aus anderen Bundesländern, mobilisiert über das Internet, so die Polizei. Ihnen gegenüber standen rund 1.500 Demonstranten aus dem linken Spektrum. Die Polizei war offenbar überrascht von den Massen. Man muss ehrlicherweise feststellen, oder mussten wir während des Einsatzes feststellen, dass insbesondere der Zulauf der Versammlung der Bürgerbewegung Pro Chemnitz größer war, als wir erwartet haben. Szenen aus der Nacht. Die knapp 600 Polizeibeamten zwischen den Fronten. Heute Mittag Pressekonferenz in Dresden mit einer klaren Aussage, was nicht die Ursache des tödlichen Streits in Chemnitz war. Auch der Verstorbene ist ja angetroffen worden im lebenden Zustand. Ihm ging es dann schlechter. Und diese ersten Äußerungen haben keinen Anlass gegeben, dass es ein vorangegangenes Delikt gegeben hat, dass sexuelle Belästigung oder Vergewaltigung gewesen wäre. Chemnitz heute im Schockzustand. Im Laufe des Tages telefoniert Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit Sachsens Ministerpräsident und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin und sagt, wer Sicherheit und gesellschaftlichen Frieden will, darf nicht selbsternannten Rächern hinterherlaufen. Hass darf nirgendwo freie Bahn haben in unserem Land. Den Hinterbliebenen und Verletzten spricht auch Kanzlerin Angela Merkel ihr Mitgefühl aus und sagt weiter. Ich finde es gut und wichtig, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer heute auch deutlich gemacht haben sollte, der Freistaat Sachsen Hilfe benötigen, um Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Gesetze einzuhalten. Dann steht der Bund bereit, Sachsen auch in dieser Frage zu unterstützen, damit wir den Rechtsstaat auch in vollem Umfang durchsetzen können. Die Ermittlungen zu den Vorgängen in Chemnitz hat jetzt die Extremismusabteilung der Generalstaatsanwaltschaft an sich gezogen.